Warner Home Video präsentiert. Neu im April. Sylvester Stallone ist die City Cobra. Eureka. Gene Hackman, Mickey Rourke, Joe Pesci, Rutger Hauer. Das Leben eines Besessenen. Ein Film von Nicholas Rourke. Orion's Belt. Drei Männer, zwei Weltmächte, ein Abenteuer. Yakuza mit Robert Mitchum. Ron Alley ist Doc Savage, der Mann aus Bronze. Die Brücke von Remagen. Peter van Eyck, Robert Vaughn, George Siegel. Warner Home Video präsentiert. Warner Video News, April. In Amerika wird alle 11 Sekunden ein Einbruch begangen und alle 56 Sekunden ein bewaffneter Raubüberfall. Alle 25 Sekunden wird ein Gewaltverbrechen verübt. Alle 24 Minuten geschieht ein Mord. Und Tag für Tag kommt es zu 250 Vergewaltigungen. Sylvester Stallone ist die City Cobra, der starke Arm des Gesetzes. Er erledigt die Jobs, an denen andere sich die Zähne ausbeißen. Macht mir nichts aus, den ganzen Laden in die Luft zu jagen. Nichts dagegen. Ich kaufe sowieso nie einen. Wäre es vermeidbar gewesen, den Mann zu erschießen? Ich habe getan, was getan werden musste. Die City Cobra. Nach den Welterfolgen von Rocky und Rambo, Stallones neuer Actionhit von Rambo 2 Regisseur George Pancosmatos mit Brigitte Nielsen. Sie würden sie wiedererkennen, wenn sie ihnen gegenüberstehen. Den Großen? Ja. Den, der sie töten wollte. Und wenn ich ihn gefunden habe? Tun Sie das, was Sie am besten können. Sie haben das Recht zu schweigen. Stallone, die City Cobra. Warner Videopremiere. Für andere war es das Ende der Welt. Für Jack McKen
war es das Ende eines Traumes. Du hast das Gold nicht verdient, Jack. Du hast es von Mutter Erde. Du hast sie vergewaltigt. Ich habe es gefunden. Eureka. Die wahre Geschichte eines Mannes, der reicher war als Getty. Er ist nur ein Mann. Ein Mann besteht aus Wünschen. Versteh seine Wünsche und du verstehst den Mann. Frieda! Der reichste Mann der Welt. Er muss unterzeichnen. Er muss, weil wir bauen müssen. Kein Geschäft mit Jack McCann. Du steckst voller Geheimnisse, Jack. Nein, nein. Ich bin ein offenes Buch. Schneide mich und ich blute wie jeder andere auch. Mörder! Mörder! Jack McCann hat niemals am Schweiß eines anderen Mannes verdient! Jack McCann ist ein Dinosaurier, Aurelio. Und jedermann weiß, was mit den Dinosauriern geschehen ist. Es gibt keinen letzten Willen und Testament von Jack McCann. Wo ich herkomme, da gehört einem nichts. Das Einzige, was dir zusteht, ist ein Claim. Mein Jack hatte alle Nuggets, die wir brauchten, zwischen seinen Beinen. Das genügte. Du fürchtest tatsächlich, jemand bricht in dein Haus ein? Ich habe Angst davor, dass jemand in mein Leben einbricht. Die Wahrheit ist, du willst mich. Du willst meine Seele. Ich glaube nicht an Chancen. Worüber lachst du? Das Ende. In dem Moment, als er das Gold fand, starb Jack McCann. Und dieser Moment währte ein Leben lang. Frieda, es ist vorbei! Gene Hackman, Rutger Hauer, Theresa Russell, Mickey Rourke und Joe Pesci in einem Film von Nicholas Rourke, Eureka. Zu spielen. Was könnte das sein? Vielleicht eine Art Abwehrstation. Stoi! Trilat, Bodo! Wir hätten das nie sehen dürfen und wir haben jemand getötet, einen Bürger der Sowjetunion. Orion Spelt. Drei Männer, zwei Weltmächte, ein Abenteuer. Vielleicht werfen sie nur einen Sack Rubel ab. Bring den Kahn an die Küste! Wo ist Tom? Hören Sie, Sandy Hook ist von Russen versenkt worden. Spitzbergen für Spionage, ist Ihnen das egal? Solange wir wissen, was die vorhaben. Die Russen haben zuerst geschossen! Können Sie das beweisen? Was passiert inzwischen mit dem Mann? Wir kümmern uns um ihn. Nationale Sicherheit nennt man so etwas. Gefangen im eiskalten Spiel der Geheimdienste bleibt nur ein Weg. Yakuza. Ein Machtspiel von heute nach den Regeln von gestern. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich habe eine Schuld bei Ihnen, die kann ich nie im Leben begleichen. Robert Mitchum in einem Film von Jenseits von Afrika-Regisseur Sidney Pollack. Ich kenne Tono und seinen Clan. Ich möchte ihn nicht gerade als ehrenwert bezeichnen, aber er würde keine amerikanische Studentin entführen. Er hat Tanner wissen lassen, dass er seine Tochter in 4 Tagen umbringen wird.
Hier bin ich, du verdammter Mist! Einer von uns sollte hier weg. Sie meinen, die Stadt ist für uns beide nicht groß genug? Yakuza. Mein Vater starb an keiner Tropenkrankheit. Er wurde ermordet. Ich breche morgen nach Hidalgo auf. Ron Alley ist Doc Savage, der Mann aus Bronze. Jedenfalls bin ich froh, dass Ihnen das Essen solche Freude gemacht hat. Es war nämlich Ihr letztes. Er ist Arzt, er ist Wissenschaftler und er ist ein unbesiegbarer Kämpfer gegen das Unrecht. Doc Savage. Ein spannendes Abenteuer in einer fremden Welt. Hier ist es. Das Ende der Welt. Es gibt keinen Weg darunter. Im Frühjahr 1945, kurz vor dem Zusammenbruch der deutschen Truppen, kommt es zu einem letzten Wahnsinnsunternehmen am Rhein. Die Brücke von Remagen. Sie werden Maßnahmen ergreifen, um die Brücke von Remagen so bald wie möglich zu sprengen. Soeben habe ich die Nachricht bekommen, dass hier noch mindestens 50.000 Deutsche sind, auf dieser Seite vom Rhein. Sie sind auf dem Marsch in Richtung der Brücke von Remagen. Wir werden ihnen den Weg abschneiden. Versuchen, die Armee zu retten, die Brücke zu halten, so lange wie möglich. Willst du damit sagen, ich würde einen Befehl missachten? Mit Peter van Eyck. Robert Vaughn. Herr General, Ihr Bedauern wird die Brücke kaum retten, aber vielleicht zwei Panzerbataillone. Sollen Sie sie doch sprengen, das ist keine Brücke, das ist eine Todesfalle. Und George Siegel. Die Brücke von Remagen.